Dass diese chinesischen Zeichen für einen Behindertenparkplatz stehen, hätten die meisten wohl nicht gewusst. Genauso ging es vielen Besuchern auf der Schranne, die von den Mitgliedern der Lebenshilfe darüber aufgeklärt wurden, dass die vielen Schriftzeichen im Alltag eine Inklusion von geistig und körperlich herausgeforderten Menschen verhindert. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen, und da geht es jetzt nicht nur um Menschen mit Behinderung, da geht es genauso um Menschen mit Migrationshintergrund, um ältere Menschen, um Männlein, Weiblein, um verschiedene Religionen, ganz egal, also dass alle Menschen in unserer Gesellschaft den Zugang zu allen Bereichen der Gesellschaft haben, also dass da die Barrieren abgebaut werden. Heute weist man ganz besonders darauf hin, dass Barrierefreiheit nicht nur bedeutet, dass man eine Rollstuhlrampe hat oder einen Lift, ja, sondern auch, dass Sprache, ja, also auch geschriebene Sprache, oft eine Barriere für einen Mensch mit geistiger Beeinträchtigung sein kann. Ja. Schriftzeichen findet man im Alltag, wohin man nur schaut. Blöd nur, wenn man die teils entscheidenden Hinweise, wie bei diesen leckeren Keksen, nicht lesen kann. Mit den chinesischen Schriftzeichen wurde vielen Besuchern auf der Schranne bewusst, wie unbeholfen sich jemand fühlen muss, der diese nicht lesen kann. Richtig, und übersetzt heißt es? Lebenshilfe. Fast, gell? Ja, sehr sympathisch, also nett, dass man darauf aufmerksam gemacht wird und ja, dass man sogar da einen kleinen Button dafür bekommt. Also ist eine wichtige Geschichte, ganz bestimmt, ja, weil da denkt man nicht dran. Also wenn man nicht darauf aufmerksam gemacht wird und normal lesen kann, dann fällt einem das nicht auf. Nein, es war mir nicht bewusst, das war mir nicht bewusst. Wobei, ich habe kleine Kinder, also ich erkenne es immer wieder, dass mir die Kinder einfach zu gewissen Bildern eben fragen, was das heißt und so. Und ja, sieht man erst, wie wichtig das ist, dass es einfach viele Bilder gibt. Der Einsatz von mehr Bildersprache im Alltag käme auch Touristen und Kleinkindern zugute. Für die Mitglieder der Lebenshilfe würde dies vor allem einen weiteren Schritt in Richtung Selbstständigkeit bedeuten. Wir müssen uns so anschauen, dass wir was schaffen, selber zu machen und halt weniger Hilfe zu anderen bekommen. Hier sollten wir in unserer Gesellschaft viel mehr darauf achten, wo kann man das einsetzen. Das kostet nicht viel, hilft aber vielen weiter. Eindeutige Bilder und Zeichen versteht wirklich jeder. Barrierefrei bedeutet eben doch mehr als ein freier Weg für den Rollstuhl.